Dach zusammen. Hör uns, hat bei euch denn so eine Wachtturm für eine Tür gestange? Nee? Da passen sie ab. Wenn der Eifeler eins ist, dann ist das mutig. Da gibt es ja keinen Zweifel. Also sagen wir mal, der Eifeler Mann oder noch präziser, der Höfener Mann. Ich komme ja aus Höfen und deswegen weiß ich doch ganz besonders, also der Höfener Mann, der verfügt über einen Mut, das kann man sich normalerweise ja nicht vorstellen. Folgende Beispielgeschichte: Sie und er in der Küche, es klingelt, er geht raus, betätigt den Türöffner und unten am Fuße einer langen Treppe, sie wohnen im ersten Stock, steht jemand mit so einem Stapel Broschüren unterm Arm und sagt: Guten Tag, ich komme von den Zeugen Jehovas. Aha. Sie wissen ja, am 30. Mai ist der Weltuntergang. Am 30. Mai, also da sind wir Jahr für Jahr in Urlaub, ne, am 30. Mai. Kennen Sie die Heilige Schrift? Ja, was heißt kennen? Aber Sie glauben an Gott? Gott, ja. Ich habe hier einmal den Wachturm mitgebracht. Ich möchte gerne mal hochkommen und mit Ihnen über die Fragen der Heiligen... Nee, jetzt mal langsam. Im Moment ist es ganz ungünstig. Das hätte ja keinen Zweck mehr. Wenn Sie vielleicht... morgen früh, dann hätten Sie also Zeit für mich. Meine Frau wäre dann auf jeden Fall, weil wir haben uns das sowieso in der Familie so ein bisschen nach Sachgebieten und meine Frau ist jetzt in Glaubensfragen. Ja wunderbar, da komme ich morgen früh nochmal wieder. Einen von den Wachtürmen lasse ich schon hier unten auf dem Treppenabsatz liegen. Also Gott mit Ihnen. Ja, Sie mich auch. Jetzt sage ich, was ist weg? Er kommt zurück in die Küche und die Frau sagt: Wer war das dann? Ha, 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 das schläfst du nicht. Ne Zeuge Jehovas. Ich sah zu dem Kerl: Was bist du, sag ich? Ne Zeuge Jehovas. Wach du mehr, komm du mehr die Trabe rup. Das sind nünkse Stufe. Die bist du bald schneller wie der Raff, wie du die Robko bist. Das kann ich dir sagen, Menschen. Ne? Da wird soll der Jäck mir noch jetzt vom Weltuntergang. Ich sah, du Christo war mir Weltuntergang, Bürschchen, eh? Da hast du Weltuntergang, der ganzen Tag. Und da hat er noch so eine Stapel mit Broschüren, eh? so der Wachturm. Er sagt, ich habe hier einmal den Wachturm. Ich sage, der Wachturm, sage ich zu dem Kerl. Der Wachturm, der schlanischtere Wiel, links und rechts langs die Uhre, dass er der Zenk Bataillonswies nom Ascherus marschere, du Dämmel. Ja, das ist so, der stinkt da, der war am Zittern am ganzen Lief, der kommt mir Angst zu, der Pfehl, alles aus der Henk, innen von deiner Wachtum liegt immer noch auf der Trabe rum, der gehört bestimmt nicht noch uns, aber wenn der noch uns kursiert, da weißt du ja, was zu tun ist. Du Dämmel. Komm du mehr die Trabe rup.